Anderle, Bastelzeit und heute, da wollen wir wieder ein bisschen schalten. Und wenn wir vom Schalten reden, da habe ich in der Vergangenheit ja häufig die Dinger hier gezeigt. Ja, ein ganz normales Relais. Die sind auch relativ beliebt, findet man zum Beispiel in vielen von diesen Smart Switches. Das heißt also, ja, die Dinger mit WLAN, mit denen man Dinge ein- und ausschalten kann. Aber die haben ein Problem. Wenn wir uns hier nämlich mal die Kontakte angucken, naja, da haben wir nicht wirklich viel Zwischenraum. Mich hier genauer hingucken, das ist doch sehr überschaubar und das kann zum Problem werden. Nämlich immer dann, wenn höhere Lasten da im Spiel sind. Das muss jetzt noch nicht mal immer der große Heizlüfter sein oder Backofen, Spülmaschine, so ein Zeugs, sondern in meinem Fall ist das einfach sowas hier. Ja, eine einfache Leuchtstoffröhre. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, die hat doch gar nicht so viel Leistung. Was wird die haben? 10, 20, 30 Watt? Keine Ahnung, prinzipiell ja. Allerdings, ja, diese Leuchtstoffröhren, die haben in den klassischen Bauvarianten doch eine kleine Herausforderung. Die haben nämlich eine sogenannte Drossel drin, das ist eine Spule, beziehungsweise Induktivität heißt es ja komplett. Und sowas ist sehr unschön zum Schalten. Beim Einschalten oder beim Betrieb, da ist das kein Problem, aber wenn wir versuchen, ein Gerät mit einer induktiven Last auszuschalten, naja, diese Spule, die wir da haben, die hat ein Magnetfeld und ja, man könnte vereinfacht gesagt sagen, diese Spule, die drückt nach, wenn wir ausschalten wollen. Das lässt die Spannung dann in die Höhe schießen. Und naja, hohe Spannungen, die geben im Zweifelsfall halt einen schönen Lichtbogen. Bei mir, da hat das dann Probleme gemacht mit hier so einem Basic-Nachbau. Und zwar sind die Kontakte sozusagen zusammengeschmolzen. Das heißt also, beim Einschalten hat alles funktioniert, Lampe hat geleuchtet. Aber wenn ich gesagt habe, ausschalten, naja, man hat es zwar klacken gehört, aber die Lampe blieb an. Man kann dann zwar ein bisschen so auf das Gerät draufhauen, ein bisschen Vibration erzeugen. Mit etwas Glück geht dann die Lampe auch aus, aber es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man ans Gerät laufen und klopfen muss. Dann brauche ich keinen WLAN-Smart-Switch. Ne? Also offensichtlich sind so Standard-Relais nur beschränkt dafür geeignet, so eine Last zu schalten. Sicher, auch da gibt es dann wieder Qualitätsunterschiede. Es gibt verschiedene Materialien, woraus die Relais-Kontakte sein können. Die gibt es in größer, kleiner Belastbarkeiten. Aber ihr seht schon, beim Relais ist da so eine gewisse Herausforderung. Und ja, ich denke, man kann sich jetzt schon denken, da gibt es natürlich Lösungen für. Denn spätestens, wenn wir von Industrieanlagen oder so reden, naja, da hat man sehr häufig sehr große induktive Lasten. Zum Beispiel eben eine große Beleuchtungsanlage, wenn die noch auf Röhren basiert. Oder halt Motoren, die ja erstmal nichts anderes sind als eine Riesenspule. Sowas muss man da natürlich zuverlässig schalten können und die Lösung, die es dafür gibt, die nennt sich dann Schütz. Ich habe mir mal hier ein günstiges aus der Kiste geholt und da gucken wir doch mal, wo da die Unterschiede ist und wie das innen drin aufgebaut ist. Ja, was wir erstmal hier sehen können, das hier, das ist offensichtlich für Hutschienenmontage, also um einen Schaltschränk oder ähnliches einzubauen. Ist erstmal kein großer Unterschied. Hier das Relais, das hat zwar jetzt keinen Sockel dran, aber die gibt es natürlich auch, womit man auch die ähnlich montieren kann. Das heißt also, erstmal ist sehr viel identisch. Beide schalten Lasten, beide lassen sich ähnlich montieren, beide lassen sich ähnlich anschließen. Allerdings, ja, der innere Aufbau, der ist doch noch ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich haben wir auch hier, wenn wir oben auf das Schaltbild drauf gucken, erstmal den gleichen Aufbau. Wir haben eine Spule. Und in dem Fall hier zwei Kontakte. Das Relais, was ich jetzt hier habe, das hat nur einen. Gerade mal schauen. Hier haben wir zum Beispiel ein anderes. Das hat jetzt vier Kontakte. Also ist halt je nach Bauform unterschiedlich. Also im Prinzip, wie gesagt, man kann es gleich anklemmen und es scheint irgendwie so halbwegs das Gleiche auch drin zu sein. Das Einzige, was wir halt an Unterschied sehen, naja, das Ding hier ist deutlich größer. Und dieses deutlich größer, das macht sich auch im Schaltvermögen so ein bisschen bemerkbar. Wenn wir hier nämlich mal gucken, das Ding hier, das kann 7 Ampere schalten. Das andere Relais, das gibt 16 Ampere an und dieses Schütz hier 25 Ampere. Also versuchen wir mal, die Unterschiede ein bisschen mehr zu ergründen. Ja, ich würde sagen, wir gucken erstmal hier von der Seite. Da sehen wir dieses rote Ding, was wir hoch und runter schieben können. Jetzt achtet mal auf den Ton. Da wird offensichtlich etwas umgeschaltet und da ist auch ziemlich viel Federweg dahinter. Wohingegen hier so ein Relais, wenn wir das umschalten, naja. Das ist offensichtlich ein bisschen weniger Weg und offensichtlich deutlich leiser. Heißt also, im Schütz ist wahrscheinlich alles eine Nummer größer ausgeführt.
Und ich sehe hier auch gerade schon, hier gibt es so ein paar Clips, um das zu öffnen. Also drücken wir die doch mal passend und gucken, was wir dann hier im Inneren finden. Und da sind wir dann auch im Inneren und das sieht doch so ein bisschen anders aus als ein Relais, oder? Wir haben hier zwar auch eine Spule, die ist aber ein bisschen größer ausgefallen. Das Ding hier in der Mitte, was vergleichbar ist mit dem in der Mitte. Und wir haben vor allen Dingen hier einen riesen Eisenkern außenrum, der jeweils hier und hier einen Kontakt hat. Und wenn wir da gucken, da ist auch eine Lücke dazwischen, die ein bisschen größer ist. Wenn wir das hier mal per Hand auslösen, dann können wir auch schön sehen, die Lücke schließt sich. Die Mitte ist also quasi ja, so eine Art riesiger Elektromagnet. Ich gucke mal, ob ich den hier irgendwie rausbekomme. Ja, aktuell will er nicht so ganz. Also lassen wir ihn erstmal noch zusammen und gucken erstmal, wie das Ding funktioniert. Dann versuchen wir das dann gleich noch mal ein bisschen destruktiver, weil wir wissen, wie das Ding denn so elektrisch klappt. Ja, was das Ding tut, wissen wir ja schon grob. Wir haben eine Spule zum Schalten und wir haben dann entsprechend Kontakte, mit denen wir Dinge ein- und ausschalten können. Wir können hier beim Relais zum Beispiel sehen, wir haben hier einen COM-Kontakt, also Come On. Und dann haben wir üblicherweise zwei andere Kontakte, nämlich einen NC, Normally Closed, und einen NO, Normally Opened. Und wenn das Relais Strom bekommt, dann ändert sich das. Das heißt, aktuell haben wir hier bei Normally Closed Kontakt, bei Normally Opened kein Kontakt. Und wenn wir jetzt das Relais auslösen, das ist normalerweise Strom auf die Spule geben, dann geht entsprechend der Normally Opened jetzt an, macht Durchgang. Und der Normally Closed, der die ganze Zeit Kontakt hatte, geht dann entsprechend andersrum aus. Das Schütz, was ich hier habe, das hat lediglich einen Schließer, das heißt also kein Umschalter in dem Fall. Das heißt, es gibt kein Normally Closed, lediglich ein Normally Opened. Gibt aber auch hier verschiedene Bauformen, je nachdem, was man holt. Das heißt, wenn wir jetzt hier den einfach mal holen und wir holen diese beiden Kontakte hier, dann sehen wir, wir haben keinen Kontakt, aber wenn wir den jetzt auslösen, dann haben wir Kontakt. So, das hier war jetzt ja per Hand ausgelöst. Das ist natürlich in der Praxis normalerweise nicht der Fall, sondern da machen wir das elektrisch. Das Ding hat eine Spulenspannung von 220 Volt bei 50 oder 60 Hertz. Also schätze ich unsere 230 Volt hier am Stromnetz klappen da auch. Ich suche mal ein paar passende Kabel dafür. So, fangen wir mal mit dem Relais hier an und wie üblich gilt, bitte nicht zu Hause nachmachen. Auf den Drähten hier ist, wie wir gesehen haben, 230 Volt drauf, also Netzspannung. Und wenn man die an der falschen Stelle hat, dann kann das schon mal lebensgefährlich werden. Deswegen bitte nicht nachmachen, es sei denn, ihr wisst wirklich 100%, was er tut und habt das auch entsprechend abgesichert. Also machen wir mal den Strom an und wir müssten jetzt hier vorne sehen, dass die beiden Kontakte vorne umschalten und... Tut es. Wir sehen, die Kontakte schalten hin und her. Das hatten wir aber ja schon gesehen. Für uns interessanter ist dann ja eigentlich das Ding hier, also das Schütz. Hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken, denn ja, die Anschlüsse für die Spule, die sitzen dummerweise hier im Deckel. Das heißt also, ich muss da die nackten Drähte irgendwie dran halten und kann nicht die Schraubanschlüsse benutzen. Aber hey, wird schon schief gehen. Ja, dann gucken wir mal, ob das auch klappt und ja, ich denke, man kann sehen, der funktioniert definitiv. Allerdings, was wir auch sehen können, da ist auch ein bisschen mehr Umf dahinter. Also nicht nur, dass es lauter ist, sondern der hebt hier auch wirklich so ein bisschen von meinem Schreibtisch ab, wenn er da aktiviert wird. Das heißt also, da haben wir definitiv mehr Kraft hinter dem Ein- und Ausschalten als bei so einem Relais. Das zeigt sich auch noch an einer anderen Stelle, nämlich beim Stromverbrauch. Denn ja, so eine Spule, die braucht natürlich auch ein bisschen was am Strom. Wenn wir mal gucken, was das Ding hier sagt. Hier bei dem Schütz, da haben wir, wenn wir einschalten, einen Verbrauch von etwa 12 bis 13 mA, die da fließen. Also schon ordentlich. Wohingegen beim Relais, naja, 0,000. Offensichtlich ist der Strom, der da durch die Spule vom Relais fließt, so klein, dass hier meine Zange das nicht erkennen kann.
So, ich wollte das Ganze aber ja auseinander haben und ich habe die Befürchtung, das wird dann jetzt einer Zerstörung gleichkommen, denn ich habe dummerweise sonst keine Schrauben, Clips oder ähnliches gesehen, die das Ding hier zusammenhalten und es ist halt sehr viel, was da ineinander greift. Ich glaube nicht, dass ich das jemals nochmal zusammenbekomme, aber ich will wissen, wie es innen drin funktioniert. Also setzen wir mal den Schraubendreher an und gucken, was wir da haben. So. Und hier sind wir dann jetzt auch im unteren Teil, auch wenn etwas da jetzt beim Rausziehen abgebrochen ist. Das Ding besteht also innen drin aus dem Kontaktblock, der jetzt noch hier im Gehäuse drin ist, und dem Bereich mit dem Magneten, den wir hier haben. Der Magnet oder der Spule selber wird eigentlich durch die Feder immer nach unten gedrückt. Wenn wir dann aber einschalten, bildet sich ein Magnetfeld und der zieht im Prinzip den kompletten unteren Teil nach oben. Inklusive natürlich diesem roten Hebel da. Und dieser rote Hebel, der greift hier unten im Kontaktbereich in das andere rote Plastik rein. Und hier sehen wir noch ein paar Sachen. Und zwar von links und rechts kommen jeweils die Kontaktflächen von den Schraubklemmen. Und unten, da liegt nochmal ein entsprechendes Kontaktblech oder so ein Metallteil drin, was dann mit dem Plastik verbunden ist. Und was jetzt passiert ist, naja, das liegt eigentlich hier so, wie wir es jetzt sehen. Das heißt, wir haben die beiden Kontakte an der Seite. Und in der Mitte, das Metall, das liegt halt weiter unten, stellt aber keinen Kontakt her. Wenn wir jetzt aber die Spule einschalten, dann zieht er entsprechend über diese ganzen Plastikteile auch die Kontaktfläche nach oben. Und die kommt dann entsprechend gegen die beiden Kontakte von außen. Und, oh Wunder, unser Stromkreis ist jetzt geschlossen. Wir haben hier also sozusagen zwei Kontaktstellen, das heißt also eine doppelte Anzahl an Kontakten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen eventuellen Lichtbogen unterbrochen bekommen, auch deutlich höher. Gleichzeitig sind die Kontakte auch deutlich größer als bei unserem Relais. Und das ist eben dann auch so ein bisschen das Geheimnis von diesen Schützen. Alles ist was größer ausgeführt, im Zweifelsfall doppelt ausgeführt. Und so ist es dann doch noch möglich, größere Lasten zu schalten, beziehungsweise in meinem Fall halt induktive Lasten sinnvoller auszuschalten. So, dadurch, dass hier schon Dinge abgebrochen sind, ich kriege es halt definitiv nicht mehr zusammen. Also machen wir das Beste daraus. Das heißt, ich hole unten noch den Kontaktblock raus, dann können wir uns den auch nochmal näher anschauen. Und hier haben wir dann auch die letzten Teile hier unten. Denke ich, brauchen wir nicht dran. Das ist einfach nur so ein Plastikding, um das Ding auf der Hutschiene einzuklicken da, oder Dienstschiene. Das mittlere Teil hat hier, wie wir gesehen haben, diese Brücken. Die sind auch nochmal federgelagert. Also tatsächlich auch hier unten drin noch ein bisschen was an Magie, der da den Kontakt besser herstellen sollte. Die eigentlichen Kontaktstellen, die sehen wir hier, sind anscheinend nicht nochmal zusätzlich beschichtet, oder? Wobei, ja doch, da sitzt auf jeden Fall was drauf. Das sieht ein bisschen so aus, als ob es beschichtet ist. Ist auf jeden Fall mal ein Muster eingeprägt, so viel kann ich schon mal sagen. Und die Kontaktflächen, die nach außen gehen, da sitzt auch hier jeweils noch einmal eine zusätzliche Verdickung, die dann auch dieses Muster da hat. Die Muster sind, wenn ich richtig sehe, gegenläufig. Die gehen also nicht in dieselbe Richtung, sondern jeweils um 90 Grad gedreht und dann gehen die irgendwie so übereinander. Und ja, durch die Federn wird entsprechend viel Druck ausgeübt. Wir haben also an den Kontaktflächen einen gewissen Anpressdruck, der auch dafür dann nochmal sorgt, dass da der Kontakt richtig funktioniert. Gut, ich denke, wir haben dann jetzt auch hier genug zerlegt. Ihr seht, der Haufen ist groß genug. Ich denke, man kann ganz gut sehen, wo die Unterschiede sind. So ein Schütz, deutlich größere Lasten, deutlich zuverlässiger, aber eben auch mehr Stromverbrauch und mehr Platzverbrauch. Prinzipiell gilt sowohl bei dem hier als auch bei den üblichen Relais. Naja, hier so ein China-Modell, das hat keine CE-Norm oder irgendwas drauf. Wenn wir uns so ein Relais angucken, da sehen wir hier ein paar Zulässigkeitszeichen, Gedönses. Das heißt also, immer wenn ihr was sauber haben wollt, achtet bitte darauf, dass entsprechend die Schütze oder Relais die entsprechenden Zulassungen und so haben. Das gibt dann am wenigsten Stress. Prinzipiell sehe ich jetzt kein so großes Problem, so einen China-Schütz hier zu benutzen. Ich meine, die nutzen die auch in ihren Fabriken und die brennen im Gegensatz zu dem, was man gerne behauptet, auch nicht jeden Tag. Und wir haben ja auch gesehen, es sieht nicht so aus, ob es direkt auseinanderfliegt.
Natürlich, man sollte vielleicht nicht die 25 Ampere ausnutzen, das gilt aber genauso gut für alles andere. Wenn man drunter bleibt, hat man halt ein bisschen mehr Luft. Das hier ist jetzt nur noch eine Einzelteilsammlung, aber ich denke, wir haben eben schon gesehen, dass, wenn das Ding noch am Stück ist, dieses Schütz ja auch das tut, was es soll.